einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir machen dieses Mal wieder einen kleinen Algorithmus. Und zwar soll sich dieser Algorithmus rund um das Thema Sortieren drehen. Und hier möchte ich jetzt nicht nur auf Sortieren als solches eingehen, sondern wie man das Sortieren auch noch einbindet in, ja, beispielsweise wie man das für Objekte realisiert, wie wir also Objekte sortieren können. Und am Schluss möchte ich noch so eine typische Anwendung, einen typischen Algorithmus für sortierte Listen zum Besten geben. Ja, dann legen wir mal los. Als allererstes, worum geht es beim Sortieren? Die Grundlagen, also Sortieren ist relativ klar. Ich habe eine unsortierte Liste und das Ganze soll dann eben über ein Sortierverfahren in eine sortierte Liste umgewandelt werden. Noch ein paar Grundlagen, also jetzt im Sinne von, was ist wichtig bei Sortierverfahren. Zum einen, es gibt eine sogenannte Zeit- und Platzkomplexität. Da geht es im Prinzip darum, wenn ich die Anzahl der zu sortierenden Elemente verändere, wie verändert sich der Zeitbedarf dieser Applikation oder dieses Algorithmus und der Platzbedarf. Da gibt es so ein paar, ja, Standards. Das Ganze notiert man mit einem O und O von 1 würde beispielsweise bedeuten, ich habe einen konstanten Aufwand. Ja, also das heißt, egal wie viel ich sortiere, ich habe keinen Mehraufwand dadurch. Das ist allerdings bei Zeitkomplexität in der Form nicht möglich, sondern nur bei Platzkomplexität. Das heißt, wenn jetzt mein Algorithmus nicht wirklich irgendwelche Zusatzinformationen ablegen muss für größere, ja, Listen, dann habe ich eine lineare oder einen konstanten konstante Platzkomplexität, was jetzt streng genommen auch ein bisschen zu vereinfacht ist, aber ich wollte einfach mal zeigen, dass es das O1 auch gibt. Im Wesentlichen für die Zeit und auch die Platzkomplexität gibt es den sogenannten linearen Aufwand. Das heißt, je mehr Elemente ich zu sortieren habe, umso mehr Zeit brauche ich, aber es steigt linear. Das heißt, wenn ich jetzt für 10 zu sortierende Objekte 5 Sekunden brauche, brauche ich dann für 20 eben das doppelte 10 Sekunden. Das ist eine Optimierung, die streng genommen so auch fast nicht zu finden ist. Meistens ist ein sogenannter quasi-linearer Aufwand und das wäre dann die Anzahl der zu sortierenden Elemente mal dem Logarithmus von dieser Anzahl. Das sieht dann halt fast linear aus, ist aber nicht wirklich linear. Also quasi linear. Dann gibt es noch den quadratischen Aufwand. Das ist der für die einfachen Sortieralgorithmen. Der steigt halt quadratisch und für sehr, sehr große Sortieraufgaben ist es ein Algorithmus, der einen quadratischen Aufwand hat oder eine quadratische Zeitkomplexität eigentlich nicht zu gebrauchen. Hier muss man natürlich jetzt noch in gewisser Weise überlegen, was ist der maximale Aufwand, also Worst Case, was ist Best Case und was ist der durchschnittliche Aufwand. Aber das würde jetzt hier an der Stelle zu sehr in die Tiefe gehen. Dann gibt es noch den Begriff der Stabilität. Stellen wir uns Folgendes vor: Ich habe eine unsortierte Liste, aber die Elemente, die tauchen doppelt auf. Also wir sehen, die 2 ist zweimal vorhanden, die 7 ist zweimal vorhanden, die 8 ist zweimal vorhanden. Und die Fragestellung ist jetzt, ist nach dem Sortieren der dunkelgrüne oder das dunkelgrüne Objekt immer noch links? Das heißt, ich habe sortiert und bei dem linken Algorithmus wäre jetzt tatsächlich der vorige tatsächlich immer noch links. Das würden wir als einen sogenannten stabilen Algorithmus bezeichnen. Und wenn sie jetzt wild durcheinander gewürfelt werden oder sogar auch alle rechts dann landen, dann wäre es ein nicht stabiler. Das ist deswegen sehr wichtig, weil wenn ich jetzt beispielsweise eine Liste zuerst nach Vornamen, dann nach Nachnamen sortiere und die zweite Sortierung würde mir jetzt meine erste wieder über den Haufen werfen, dann wäre das ja an der Stelle eben sehr ungünstig und deswegen sind stabile Algorithmen auf jeden Fall den nicht stabilen vorzuziehen.
Dann die Frage, kann ich meinen Algorithmus parallelisieren? Das ist einfach wichtig, wenn ich mehr Kernprozessoren habe oder mehr Kernsysteme habe und ich bin in der Lage, den Sortieraufwand auf mehrere Kerne zu verteilen, dann bin ich natürlich schneller fertig. Dann ist noch die Frage der Adaptionsfähigkeit. Hier geht es darum, dass wenn ich jetzt schon eine gewisse Vorsortierung habe, ob dann entsprechend mein Algorithmus auch wirklich schneller ist. Also im Prinzip, wie stark jetzt Worst Case und Best Case sozusagen voneinander entfernt sind. Und dann gibt es noch die grundsätzliche Fragestellung, ist denn der Algorithmus rekursiv programmiert oder iterativ? Rekursiv heißt ja, dass sich eine Methode immer wieder selbst aufruft und iterativ bedeutet, dass ich das mit Schleifen realisieren kann. Ein sehr bekannter Algorithmus, der im Regelfall rekursiv umgesetzt wird, ist Quicksort. Und das ist auch das, was in sehr vielen fertigen APIs an ja, fertigen Sortieralgorithmen bereits vorgesehen ist. Ich möchte jetzt zwei grundlegende, einfache Sortieralgorithmen mal erklären. Und zwar das Grundprinzip. Man wird, wenn man es hier in dem Beispiel oder in dem Fall jetzt Bubble Sort sich anschaut, auch unterschiedliche Nuancen von der Implementierung finden. Ich habe mir jetzt einfach mal die ausgesucht, die aus meiner Sicht am einfachsten zu verstehen ist. Und danach werden wir noch den Selection Sort machen. So, Bubble Sort. Was ist das Wesentliche? Die wesentlichste Zeile im Code ist genau die hier. Hier frage ich jetzt einfach, ist denn der linke Nachbar größer als der rechte? Also mal in diese Grafik geguckt. Wir beginnen mit i bei 0, also ganz links in unserem Array und haben somit die 9 in der Hand. Und wir prüfen jetzt, ob die 9 größer ist als der rechte Nachbar. Das ist die 1. Und ja, das ist der Fall. Also müssen wir die beiden tauschen. Und bei dem Tauschen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Daten nicht irgendwie verlieren. Also ich kann jetzt nicht einfach die 1 in die 9, also den Wert 1 dort reinschreiben, wo jetzt gerade die 9 ist, weil dann habe ich die 9 ja nicht mehr in der Hand. Das heißt, sie ist verloren gegangen. Also brauche ich eine temporäre Variable. Und dort schiebe ich jetzt erstmal die 9 rein. Und jetzt kann ich im Prinzip die 1 kopieren und dorthin schreiben, wo vorher die 9 war, und dann die 9 wieder zurückschreiben. So, jetzt ist die 9 und die 1 vertauscht worden. Und das Ganze nennen wir Dreiertausch. So, und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass dieser Vergleich eben einmal komplett über die gesamte Reihe durchgeführt wird. Das heißt, ich zähle jetzt meine Variable i hoch bis zur Obergrenze, das wäre in dem Fall der vorletzte. Das heißt, ich vergleiche hier und ich sehe, aha, die 9 ist wieder zu groß oder größer als der rechte Nachbar. Jetzt mache ich das hier wieder. Und wieder. Und wieder. Und jetzt sehe ich, aha, jetzt ist die 9 nicht größer als der rechte Nachbar. Also muss ich mich jetzt nicht darum kümmern, die zu tauschen. Also sonst würde ich ja falsch tauschen. Das heißt, der nächste, der verglichen wird, ist nicht mehr die 9, sondern die 10. Und jetzt vergleiche ich, ja, die 10 ist größer als die 3. Ist größer als die 5. Und ist größer als die 4. So, das heißt, die 10 ist jetzt nach rechts gewandert. Wenn ich jetzt die großen Werte oben sehen würde und die kleinen unten, dann wäre die 10 nach oben geblubbert sozusagen. Das ist der Grund, warum man das Ding Bubble Sort nennt, weil eben diese großen Werte nach oben wie Blubberblasen nach aufsteigen. Das heißt, nach dem ersten Durchgang weiß ich jetzt hundertprozentig sicher, dass ganz rechts der größte Wert steht. Das bedeutet jetzt aber auch, dass ich im letzten, dass wenn ich jetzt die nächste Runde mache und quasi die nächsten Elemente durchiteriere, dass ich nicht bis nach ganz rechts laufen muss, weil ganz rechts steht ja schon der größte Wert. Also muss ich diese Obergrenze, die ich hier gerade habe, auch dynamisch anpassen.
eben mit einer eigenen Zählschleife. Und das ist jetzt eben so eine Besonderheit von vielen Sortieralgorithmen, dass ich meistens zwei Zählschleifen brauche, die ineinander verschachtelt sind. In dem Fall die äußere Zählschleife, die mir einfach die Obergrenze anpasst, und die innere Zählschleife, die einfach diesen Vergleich durchführt. So, wir haben jetzt die Obergrenze vorher bei 8 gehabt, also müssen wir sie ändern auf 7 in dem Fall. So, und jetzt kann ich wieder mit der inneren Schleife fortfahren und hier einen nach dem anderen prüfen. Ah, wir sehen wieder, hier ist die 8 größer als der rechte Nachbar. Ist wieder größer als der rechte Nachbar. Hier nicht. Wir wissen, das sehen wir jetzt sozusagen, weil wir den Überblick haben im Gegensatz zum Rechner. Wir sehen hier, aha, die 9 ist jetzt eigentlich schon der zweitgrößte. Das heißt, der wird jetzt eben nach rechts, ja, bleiben wir mal bei dem Begriff, durchblubbern. Heißt, der muss nicht getauscht werden. Wir prüfen ab jetzt die 9. Okay, das passt. Und ein letzter Tausch. Und jetzt geht es eben weiter. Wir wissen nämlich, dass wir jetzt hier den zweitgrößten Wert garantiert rechts haben. Ergo können wir jetzt die Obergrenze wieder anpassen. Und hier entsprechend wieder das Durchiterieren. Das heißt, die 7 wird sich hier wahrscheinlich jetzt nach rechts durchschieben. Die 6 schiebt sich durch. Jetzt schiebt sich die 5 durch. Und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich keine weiteren Tausche mehr brauche. Ja, also ich brauche keinen Tausch mehr, weil ich sehe ja schon, die sind eigentlich jetzt alle in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wenn ich jetzt weiter durchlaufe, also die Obergrenze auf die 3 zum Beispiel jetzt setze, auf den Wert 3, sprich Position 2, dann wird kein Tausch mehr festzustellen sein. Und das kann ich mir jetzt zunutze machen und den ja etwas adaptiver machen, den Algorithmus. Und ich kann jetzt einfach mir merken, ob getauscht wird. Weil wenn kein Tausch mehr festgestellt wurde, dann bleibt eben ein Flip auf False. Und wenn der auf False bleibt, das heißt, wenn ich nicht einen einzigen Tausch hatte, dann kann ich abbrechen, weil ich habe genau die Situation, die ich jetzt rechts habe. Sprich, alle Werte sind sauber in Reihe und Glied aufgestellt. So, das wäre jetzt der Bubble-Sort-Algorithmus. Gucken wir uns noch einen zweiten an. Der sogenannte Selection-Sort. Die Idee ist jetzt ein bisschen anders. Hier habe ich jetzt wieder zwei Schleifen, die ineinander liegen. Aber die äußere Schleife, die ist jetzt dafür da, alle bis zum vorletzten, also alle Positionen bis inklusive des vorletzten, zu prüfen, und das Ziel ist, dass an der Position, wo mein M gerade steht, der kleinste Wert hin muss. Okay? Das heißt, ich mache jetzt Folgendes: Ich merke mir jetzt diese Position und sage, da ist jetzt mein kleinster Wert. Dort möchte ich ihn haben. So, und jetzt habe ich eine weitere Variable P, und hier möchte ich jetzt die Position des kleinsten Wertes, die ich bis meiner Prüfreihe reinlegen. Das heißt, ich kann ja momentan gar nicht wissen, dass auf Position M der kleinste Wert sitzt. Das heißt, ich möchte gerne jetzt rechts neben der 9 alle Elemente prüfen, ob nicht vielleicht dort der kleinste Wert liegt. Aktuell gehe ich aber davon aus, dass der kleinste Wert dort liegt. So, damit ich jetzt die anderen prüfen kann, brauche ich jetzt die innere Schleife, und die fängt jetzt rechts neben der aktuellen Position M an, also M plus 1, und die geht komplett durch. Und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, ist denn die Position, auf dem jetzt die innere Schleife zeigt, in dem Fall ist es die 0 plus 1 gleich 1, ist denn das Ding kleiner als mein Array an der Position, wo mein P jetzt hin zeigt, momentan ja auf die 0. Und in dem Fall, ja, tatsächlich, die 1 ist kleiner als die 9.
Also setze ich jetzt dieses P auf die Position, wo eben mein jetzt aktuell kleinster Wert liegt. Ist genau hier. So. Und jetzt läuft die innere Schleife weiter bis zum Ende. Wir sehen jetzt tatsächlich schon, ja, 1 ist ja wirklich der kleinste Wert der gesamten Liste. Das heißt, diese Prüfung wird zwar jetzt immer wiederholt, führt aber nicht zu einer Neupositionierung von P. Hier, die 6 ist entsprechend größer als die 1. Und so gehe ich komplett durch. So, jetzt kann ich sagen, wenn P nicht mehr auf dem steht, wo mein M gerade steht, ja, wenn P verschoben wurde, dann weiß ich, dass P auf einem kleineren Wert zeigt als mein M. Und dann muss ich wieder meinen Dreiertausch machen. So, und jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Allerdings fange ich jetzt nicht mehr ganz links an, weil jetzt weiß ich ja, dass ganz links der kleinste Wert sitzt. Und jetzt suche ich den zweitkleinsten Wert. Ja, das heißt, ich fange jetzt an der nächsten Position an und prüfe wieder, ob jetzt die 6 kleiner als die 9 ist. Ja, ist sie, also platziere ich jetzt mein P auf die neue kleinste Zahl. Jetzt gehe ich wieder weiter bis zum nächsten Wert, wo ich wirklich sagen kann, ja, der ist kleiner als in dem Fall jetzt die 6 und ja, das ist die 2. Ich positioniere mein P dorthin. Und jetzt laufe ich wieder komplett durch, weil wir sehen ja, 2 ist ja der jetzt wirklich zweitkleinste Wert der Gesamtliste und dementsprechend wird es keine weitere Neupositionierung von P mehr geben. Passiert wieder der Zweier- oder der Dreiertausch. Und im nächsten Durchgang findet er hier den nächstgrößeren und nächstkleineren. Dann geht's weiter. Hier wäre der nächste, wir tauschen die beiden. Jetzt geht es weiter. 5 wäre die nächste. Mit Tausch. Dann 6. Sieben. Acht. Und dann am Schluss die 9. Die 10 muss ich jetzt nicht mehr weiter prüfen, weil wenn alle bis auf einen in der richtigen Position sind, muss zwangsläufig der letzte auch an der richtigen Position sein. So, damit haben wir jetzt den Selection Sort auch im Sack. Ist jetzt auch kein Hexenwerk. Wie gesagt, relativ simpel. Man kann den Selection Sort auch ohne die Zeiger machen und immer gleich wechseln, aber das würde den Aufwand sehr, sehr groß werden lassen. Wenn wir wirklich ständig umkopieren, ist es sehr viel rechenextensiver, wenn wir einfach nur uns den Zeiger merken. Und wenn ich weiß, ja, der Zeiger hat sich verschoben, dann erst am Schluss einen entsprechenden Tausch machen. Bei sehr, sehr großen Listen macht sich das sehr, sehr stark bemerkbar, wenn ich hier wirklich nur mit dem ganz am Schluss für jeden inneren Schleifendurchlauf den Tausch veranlasse. So, der nächste Punkt, den ich jetzt im Rahmen von Sortieren ansprechen möchte, ist das Thema Sortieren von Objekten. Und hierbei gucken wir uns mal folgendes Beispiel an. Ich habe hier eine Bestellung, da gibt es ein Datum, irgendein Kürzel für einen Kunden, irgendeinen Betrag, dann haben wir noch eine Bestellung vom gleichen Kunden, alles andere ist unterschiedlich und noch eine Bestellung, wo wirklich alles komplett anders ist. So, und jetzt möchte ich das Ding sortieren. Also sortieren heißt ja in eine definierte Reihenfolge bringen. Und jetzt ist halt die Frage, ja, nach was will ich denn sortieren? Will ich nach Datum sortieren? Dann hätte ich hier die Position 1, hier die 2, hier die 3. Ja, also der 10.1. ist das kleinste Datum, der 23.1. ist das zweitkleinste und der 10.5. das größte.
Möchte ich allerdings nach Kunden sortieren, sieht die Reihenfolge anders aus. Ja, und bei der linken und der mittleren Order weiß ich jetzt auch nicht, in welcher Reihenfolge ich nach Kunden sortieren soll. Das ist jetzt wieder die Frage, ist das Ding stabil oder nicht? Sprich, wir haben gleiche Kunden, wie wird das entsprechend dann sozusagen getauscht oder nicht? Aber soll uns jetzt hier weiter nicht stören. Und wenn ich nach Betrag sortiere, dann hätte ich jetzt diese Reihenfolge. So, und jetzt ist die Frage, ja, was will ich eigentlich? Bauen wir jetzt mal eine Klasse nach, die sozusagen diese Bestellung beinhalten kann. Das heißt, ich habe jetzt hier die Variable für Jahr, Monat, Tag, String für den Customer und dann den Betrag. Und ja, man würde normalerweise das Ganze jetzt mit irgendeinem Kalenderobjekt realisieren, aber ich möchte hier dann gleich nochmal zeigen, wie man eben, wenn ich kein Kalenderobjekt habe, dann trotz allem sauber mein nach dem Datum sortieren kann. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, eben das Jahr, das Monat und den Tag als Einzelwerte aufzunehmen. So, also, ich muss jetzt in irgendeiner Form an irgendeiner Stelle festlegen, wenn ich diese Bestellungen sortieren möchte, nach was ich denn sortieren möchte. Nach dem Datum, nach dem Kunden oder nach dem Betrag. Ja, das heißt, wonach soll sortiert werden? Und auch, wie soll denn eigentlich verglichen werden? Ja, natürlich immer nach Größe, klar, das ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, aber auch das kann ich jetzt beim Jahr, Monat und Tag eben nicht so ohne weiteres sagen, weil ich habe einfach drei Zahlen und die muss ich erstmal in eine Reihenfolge bringen. Damit ich das überhaupt machen kann, brauche ich jetzt eine Methode, wo ich genau das hinterlege. Also, wonach soll sortiert werden? Wie soll verglichen werden? Und ich habe jetzt hier einfach mal eine vereinfachte Methode reingeschrieben, die jetzt erstmal nur nach dem Betrag sortiert. Ja? Das heißt, wonach soll sortiert werden? Nach dem Betrag. Und wie soll verglichen werden? Ja, das ist dieser Algorithmus. Und im Wesentlichen gibt es beim Vergleich genau drei Situationen. Entweder der Betrag ist kleiner als der Betrag von dem Vergleichsobjekt und das bekomme ich hier an der Stelle über die Parameterliste von CompareTo rein. Und ich vereinbare jetzt einfach mal, wenn mein eigener Betrag kleiner ist als der Betrag, den ich über die Parameterliste bekomme, dann gebe ich einfach mal die minus 1 zurück. Das wäre Fall 1. Wenn mein eigener Betrag allerdings größer ist als der Betrag, den ich bekomme, dann gebe ich halt die plus 1 zurück. Und wenn weder kleiner noch größer, dann muss es ja offensichtlich so sein, dass es gleich ist, Amount gleich O-Amount, dann gebe ich einfach die 0 zurück. Und jetzt kann ich das Ganze eben auch für mein Datum machen, indem ich einfach sage, ich prüfe erstmal, ob das Jahr kleiner ist als das übergebene Jahr. Und dann gebe ich halt die minus 1, die plus oder die plus 1 zurück. Das heißt, wenn das Jahr kleiner ist, minus 1, wenn es größer ist, dann die plus 1. Und wenn nicht, dann ist es gleich. Dann muss ich den Monat prüfen. Und hier mache ich das gleiche wieder. Wenn jetzt das Monat kleiner ist bei gleichem Jahr, dann gibt es die minus 1. Wenn das Monat beim gleichen Jahr größer ist, dann die plus 1. Wenn sie aber gleich sind, also weder noch, dann prüfe ich jetzt den Tag. Wenn der Tag kleiner als der übergebene Tag ist, dann übergebe ich die minus 1. Wenn es größer ist, dann die plus 1. Und wenn weder noch, also wenn es weder kleiner noch größer ist, dann ist Jahr gleich, Monat gleich und Tag gleich und dann muss ich die 0 zurückgeben. Ja, und das wäre jetzt einfach die Methode CompareTo und die ist jetzt relativ allgemeingültig, die kann ich jetzt verwenden. Und ich baue das Ding jetzt einfach in den Selection Sort ein. Ja. Den Selection Sort, den habe ich jetzt so realisiert, dass er mir meine Bestellungen sortiert. Das heißt, über die Parameter von meiner Selection Sort Methode bekomme ich jetzt ein Array of Objects. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr einfach nur vergleichen, sondern muss diese Vergleichsmethode verwenden. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier
AR von I, das ist das aktuelle Objekt, wird verglichen mit AR auf Position P. Das heißt, wenn jetzt das Datum an der Position I kleiner, weil wir prüfen ja auf minus 1, als das Datum in der Position P ist, dann wird entsprechend das als den neuen kleinsten Positionswert übernommen. Das heißt, es funktioniert jetzt exakt genauso wie bei normalen Werten, nur dass ich jetzt nicht mehr mit dem normalen Vergleichsoperator arbeite, sondern eben mit dem Compare-to. Okay. Das heißt, ich kann jetzt jeden Algorithmus, der mit diesen Vergleichen arbeitet, auch mit Objekten betreiben, indem einfach diese Compare-to-Methode eingesetzt wird. Und jetzt könnte man sagen, well, das gilt jetzt nicht für alle. Und die Antwort ist, nee, es gibt noch ein paar andere, die jetzt etwas skurriler, sag ich mal, funktionieren. Und dort werden im Prinzip die Sortierverfahren nicht mit Vergleichen gemacht, sondern etwas anders mit Durchzählen. Aber das ist jetzt etwas, wo ich sage, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wer sich dafür interessiert, guckt einfach nicht vergleichsbasierte Sortieralgorithmen und wird dann ein paar finden. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt unseren Selection Sort soweit, dass wir mit Objekten arbeiten können. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendeine Klasse, die für das Sortieren zuständig ist. Die hat diesen Selection Sort implementiert als Parameter die Orderliste. Und was nutzt diese Klasse? Sie nutzt ein Objekt vom Typ Order. So, soweit erstmal klar. Jetzt kann ich das aber noch verallgemeinern. Ich kann jetzt sagen, ich hätte es gern ein bisschen allgemeingültiger, indem ich einfach sage, ich habe jetzt hier ein Interface, das einfach fordert, dass dieses Compare-to implementiert ist. Jetzt kann ich diese Order Class auf dieses Interface zeigen lassen. Das heißt, die Order Class nutzt nicht eine Referenz auf ein Objekt, sondern auf ein Interface. Das bedeutet jetzt, dass ich mit dieser Order Class beliebige Objekte sortieren kann, solange sie das Compare-to implementiert haben oder das Interface implementiert haben, das dann eben die Compare-to-Methode einfordert. Und das hat jetzt eine ganz konkrete Konsequenz für unser Programmier, für unsere Art und Weise, wie wir programmieren, weil wir können jetzt Folgendes tun. Wir können jetzt in unsere Order-Klasse dieses Interface, dieses Comparable-Interface, das jetzt hier auch noch parametriert wird mit dem Typ Order, dass wir das in der Form jetzt realisieren und hier jetzt diese Compare-to-Methode einbauen. Ja, also das mache ich jetzt genau so, wie wir es vorhin besprochen haben mit dem Datumsvergleich. So, und jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann jetzt in der Utils-Bibliothek die Erase-Klasse nehmen und in dieser Erase-Klasse gibt es jetzt die statische Methode Sort. Und was Sort haben möchte von einem Array, das hier übergeben wird, ist, dass die Objekte, die in diesem Array drin sind, das Interface Comparable implementiert haben. Das heißt, Erase.sort geht jetzt davon aus, dass alle Objekte, die in diesem Array drin sind, diese Compare-to-Methode beinhalten und dann kann eben dieses Sort eben den Sortieralgorithmus ausführen. Das heißt, ich nutze jetzt nicht mehr einen Sortieralgorithmus, den ich geschrieben habe, sondern irgendeiner, der mal diese Utils-Bibliothek erzeugt hat. Und der hat natürlich jetzt weder Bubble Sort noch Selection Sort dort implementiert, sondern im Wesentlichen handelt es sich jetzt hier um eine speziellere Form des Quicksorts. Also sehr viel schneller, sehr viel effektiver als das, was ich jetzt hier zusammengeschustert habe, als eben naive, einfache, primitive Sortieralgorithmen. Und in der Praxis ist es dann tatsächlich so, dass wir das nicht selber bauen, sondern eben tatsächlich die Utils nutzen, weil die einfach schneller sind. Ganz einfach. Zum Schluss jetzt noch ein kleiner Algorithmus, der in so oder einer ähnlichen Form schon öfter mal in der Prüfung dran kam, der sich jetzt einfach einer sortierten Liste bedient.
Gehen wir vom Folgenden aus. Wir haben jetzt hier irgendeine Liste, die ist in irgendeiner Form sortiert, nur nicht so, wie wir es brauchen. Wir hätten nämlich gerne eine Sortierung nach dem Datum. Ja, also lassen wir es durch unseren Sortieralgorithmus durch. Wir wissen jetzt, wie wir List of Objects nach einem bestimmten Eigenschaftenset sortieren, in dem Fall dem Datum. Das ist jetzt sortiert und jetzt weiß ich, dass die Zeit meiner Datensätze aufsteigend ist. Und was ich jetzt gerne hätte, wäre eine Summe der Umsätze pro Jahr. Ja, das heißt, ich möchte gerne durch diese Liste durchgehen und für jedes Jahr die Summe bilden und die dann ausgeben. Das wäre jetzt der Algorithmus. Und das kann ich jetzt beliebig verändern. Ich kann sagen, ich brauche ihn pro Monat, ich brauche ihn pro Tag oder ich brauche pro Customer. Da müsste ich halt nach Customer sortieren. Eine andere Möglichkeit ist, ich suche den Monat mit dem höchsten Wert. Dann wären wir wieder bei einer Min-Max-Suche. Also das kann ich jetzt beliebig variieren, aber im Prinzip bleibt es immer bei der gleichen Fragestellung. Ich möchte gerne pro irgendwas irgendeine Information haben und in dem Fall jetzt einfach die summierten Umsätze. Jetzt könnte ich auf folgende Idee kommen. Und ich sage gleich voraus, da gibt es ein Problem, das werden wir uns dann gleich anschauen. Ich könnte jetzt auf folgende Idee kommen. Ich könnte sagen, ich habe jetzt hier eine Variable mit dem Betrag, also Amount, und das soll der Amount pro Jahr sein. Okay, dort möchte ich das auch aufsummieren. Und jetzt sage ich erstmal, ja, gibt es überhaupt Einträge in der Liste? Ich prüfe, ob überhaupt Daten da sind. Das muss ich tun, weil ich jetzt eine Variable initialisiere, die Variable Jahr, dort steckt das aktuell verarbeitete Jahr drin und das initialisiere ich mit dem nullten Wert auf der Liste. Ja, wenn mich die Order Length nicht auf 0 geprüft hätte, könnte es sein, dass mir jemand ein Array ohne Einträge gibt und dann wird hier eine Index Out of Bounding Session passieren. Deswegen musste ich eins drüber die Länge prüfen. Aber das ist jetzt hier an der Stelle nicht essentiell, sondern nur ja, ich wollte es machen, dass es komplett richtig ist. Gut, also ich weiß jetzt, in welchem Jahr wir sind. Und dieser Jahresmerker steht jetzt hier oben auf 2016. Und jetzt gehe ich über das gesamte Array drüber. Also von ganz vorne bis ganz hinten. Ja, jetzt bin ich im nächsten Punkt und sage, hey, bist du an der aktuellen Position ungleich dem Jahr, das wir gerade verarbeiten. Sprich, hat ein Jahreswechsel stattgefunden? Und nein, es hat kein Jahreswechsel stattgefunden, es sind beides 2016. Also mache ich weiter. Und was ich jetzt hier mache, ist, erst wenn ich mit meinem aktuellen Jahresverarbeitung auf eine Position komme, wo eben jetzt die neue Position, dort wo mein I-Pointer drauf zeigt, ein anderer Wert hat wie in diesem Jahresmerker, dann weiß ich, hoppla, ich bin jetzt über das 2016er Jahr komplett drüber. Das weiß ich hundertprozentig, weil wir ja nach dem Datum sortiert haben. Und jetzt gebe ich einfach den summierten Amount aus. Ja, das heißt, ich bin jetzt auf einer neuen Jahresposition und ich kann jetzt sagen, okay, ich habe alle 2016er abgearbeitet und die Summe gebe ich aus. Danach muss ich meine Summenvariablen wieder zurücksetzen, weil ich bin jetzt in einem neuen Jahr. Jetzt setze ich den Merker auf das aktuelle Jahr 2017 und erhöhe jetzt mein Amount um den aktuellen Wert. Das heißt, wenn ich vorher den Jahreswechsel hatte, dann ist ein Amount 0 drin. Wenn ich vorher keinen Jahreswechsel hatte, dann ist dort die Summe von allen vorausgegangenen Elementen drin. Und es funktioniert soweit erstmal gut und richtig, bis ich zum Ende komme. Weil hier bin ich jetzt an der Position, dass ich sage, okay, bist du ungleich dem aktuellen Jahr? Und die Antwort ist nö, 2013, 2023, 2023, also ist identisch. Das heißt, ich springe jetzt. Oder ich erhöhe jetzt
mein Amount um diesen Betrag, diese 356,37. Das heißt, mein Amount wäre jetzt tatsächlich die Summe aller 20 23er Werte. Aber jetzt bricht diese Schleife ab, weil ich bin ja am Ende von der Gesamtliste. Also komme ich nicht an die Position System Out Print Line. Da komme ich nicht hin. Also muss ich jetzt dieses Problem fixen, indem ich jetzt hier einfach eine zusätzliche Ausgabe mache am Ende der Schleife. Und hier wird jetzt der aktuelle Mount ausgegeben. So, und das ist jetzt der weitere Punkt, wo ich sage, ich muss oben prüfen, ob die Länge wirklich größer 0 ist, weil wenn ich das außerhalb dieser Prüfung mache, dann würde ich hier den Amount 0 für, ja, für irgendeinen Jahreswert oder einen nicht definierten Jahreswert geben. Das heißt, an der Stelle muss ich gucken, wo ich diese zusätzliche Ausgabe mache. Das ist jetzt nicht die schönste Art und Weise, das zu realisieren, aber es funktioniert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die meisten Musterlösungen genau so strukturiert. Eine sehr viel bessere Möglichkeit wäre wie folgt, dass ich jetzt hier sofort, wenn ich in meiner Zählschleife bin, mein Amount hinzufüge. Ja, das heißt, ich initialisiere außerhalb meiner Zählschleife auf 0. Und ich muss jetzt auch gar nicht mehr die Liste von der Länge her prüfen, weil das macht ja meine Zählschleife von alleine, ja, weil i kleiner Ord Punkt längs. Weil wenn mein Ord Punkt längs 0 ist, dann ist 0 nicht kleiner 0 und die Schleife bricht ab. Und ich habe jetzt hier einfach, ich erhöhe den Amount um den aktuellen Amount. Und jetzt gehe ich in eine Abfrage rein. Und ich sage, bist du vielleicht schon am Ende? Ist i momentan gleich der Länge des Arrays minus 1. Wir müssen ja immer minus 1 rechnen wegen der startenden 0. Das heißt, die letzte Array-Position ist ja immer Länge minus 1. Also bist du jetzt gerade am Ende? Und wenn ja, dann gib aus. Wenn du nicht am Ende bist, bist du vielleicht gerade an einem Wechsel. Und dieser Wechsel ist, dass ich sage, ich bin gerade auf der Position des grünen Pfeiles, okay, das ist i, und ist vielleicht der nächste, der kommt, das ist i plus 1, ein anderes Jahr. Das kann ich ruhigen Gewissens machen, weil wenn ich jetzt am Ende wäre, dann würde der nächste zwar nicht existieren, aber das habe ich ja schon mit der Prüfung auf i ist gleich Order Length minus 1 geprüft. Das heißt, hier prüfe ich jetzt im Prinzip in dieser If-Bedingung zwei Sachen. Bist du am Ende oder ist der nächste, der im nächsten Durchlauf kommt, ein anderes Jahr? Und wenn eines dieser beiden Fälle zutrifft, dann gib mir bitte den Amount aus und setze ihn danach noch zurück. So, das ist, wie gesagt, weniger Code, das ist aus meiner Sicht eleganter, es ist ja, besser, weil ich nur eine Ausgabe habe und das wäre dann sozusagen eine ja, elegantere, bessere Lösung. So, das war jetzt das Thema Sortieren und alles, was damit zu tun hat, oder nicht alles, aber vieles. Genau, also wie gesagt, diese Art der sortierten Listen, Verarbeitungen, die kommen immer mal wieder und dementsprechend, glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, sich das mal in der Form anzuschauen. Und ich werde bei mir auf der Website dann auch noch ja, ein kleines Aufgabenblatt hinterlegen, wo man dann da mal ein bisschen rumprobieren kann. Ja, ich werde auch noch mal ein paar Datensätze hinterlegen, dass man da einfach mal ein kleines Programm selbst schreiben kann, um das mal auszuprobieren. Und insofern, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Video.